So, alles wieder da. Ich hoffe, ihr seid auch wieder da. Ja, kleinere technische Schwierigkeiten, auch bei mir stürzt KSP mal ab. Lässt sich nicht immer vermeiden, aber jetzt machen wir mal weiter mit dem Satelliten. So, wir haben den Komsat 1 hier. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen mehr Abstand noch bekommen zum Komsat 1 mit unserer Hauptveranstaltung. Und dafür müssen wir auf jeden Fall mal noch eine Runde rumgehen. So sieht das ganz gut aus. Ich bin fast am Überlegen. Es reicht noch nicht, ne? Eine Umdrehung müssen wir noch. Eine Runde muss noch, bevor es ausreicht, dass wir so wirklich. Guck mal, jetzt wird langsam Schuh draus. Weil dann haben wir hier ungefähr den und wir sind dann hier. Jo, das sieht wirklich gut aus, dass wir jetzt rumkommen und wir haben aber auch eine Verbindung. Potenziell. Also das sollte hinhauen, dass wir hier den zweiten Satelliten aussetzen. In ein paar Minuten. So. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir mal Komsa 2 in die freie Natur. Zack. So, nehmen uns den auch gleich mal vor. Erstmal Control from here. Dann Rename Vessel auf Komsa 2. Zack. Dann Solarpaneele ausfahren. Und RCS anschalten. Und dann bringen wir das Ganze mal in Richtung Prograde. So, Engine vorbereiten. Witzig, dass der jetzt auch 700 irgendwas hat. Gut, alles wieder in Ordnung. Also, wir haben relativ exakt den Winkel, den wir haben wollten. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir eine Umlaufperiode hinbekommen, die ungefähr dem entspricht, was wir hier so anzetteln wollten. So, und der hier soll aktiv gehen und eine direkte Verbindung zum Komsat 1 kriegen. Zack. So, damit müssten wir eigentlich fast alles erfüllt haben. Genau, nur noch die Exzentrik passt nicht. So, wir sind in 2 Minuten an der richtigen Stelle. Ich brenne jetzt hier mal. Und wir müssen auf eine Orbital Period von 3 Stunden 53, 19, also 3 Stunden 53 Minuten 19,11 Sekunden kommen. Bin ich mal gespannt drauf, wie das so klappt. Also ich achte jetzt tatsächlich mehr auf die Orbital Period als auf die exakte Apoapsis und so weiter. Da können wir dann nochmal nachfixen. Das müsste aber normalerweise eine saubere Exzentrik ergeben. Tut es nicht. Fuck. Warum nicht? Irgendwas stimmt nicht. Weil ich den anderen Satelliten. So, der hat eine Apoapsis von 6190. 6190, das können wir erstmal so lassen. Aber er hat eine Periapsis von 6175. Da muss ich drüben nochmal korrigieren. Das ist okay. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt einmal mit dem Satelliten rüber auf die Apo. So, und jetzt müssen wir korrigieren auf 6175. Wie gesagt, jetzt ist ein bisschen Fummelzeit für unsere kleine Satellitenfarm.
So, 53,19. So. 11. Na gut, 3 Stunden 53, 19,12 Sekunden. Ich hoffe, das ist gut genug, dass es nicht zu sehr abweicht. So, damit ist Komsa 2 erledigt. Jetzt können wir uns die nächste Probe schnappen und damit den Komsat 3 setzen. Das müsste nach 2 Orbits eigentlich okay sein. Und dann kommt natürlich die große Frage, reicht es von der Stabilität des Netzwerks her mit diesen Umlaufzeiten, um den vierten Satelliten dann noch ins Netzwerk zu positionieren? Mit dem nächsten Start. Also hier ist Komsat 1, hier ist Komsat 2. Wir müssen jetzt mal mindestens 2 Umläufe noch gehen. Das war ja die Erfahrung daraus, um den nächsten Satelliten auszusetzen. Wahrscheinlich sogar noch einen mehr. Mal gucken. Ja, das ist noch zu wenig. Einen müssen wir noch. Okay. Okay, das sieht gut aus. Alles klar. Dann kommt jetzt der dritte Kommsat zum Einsatz. Der vierte hat es ja leider nicht so. Irgendwas hat der sprittechnisch nicht gestimmt. So. Damit ist der Träger leer geschossen. Wir können die nächste Kiste vorbereiten. Das wird dann unser Komsat 3. Gut. Und Komsat 3 soll sich bitte mal in Richtung. Achso, ja, vielleicht aktivieren wir die Dinger noch. In Richtung Prograde stabilisieren. Gut. Und wir können schon mal eine Antenne auch aktivieren und ausrichten auf den Komsat 2. Zu dem soll der nämlich Verbindung halten. Okay, das funktioniert auch. Sehr schön. Gut. Das heißt, er sollte jetzt alles von Komsat 3 erfüllt haben, bis auf seinen Orbit. Sehr schön, auch das passt. Gut, dann heißt es jetzt hier nur noch einen sauberen Orbit fliegen und ich fange damit hier mal an, weil es im Prinzip egal ist. Wir müssen eh nachher noch ausgleichen. Komsat 2 hat eine APO von 6190. Das heißt, wir fliegen jetzt auch mal auf die 6190 hoch. So, erhöhen jetzt natürlich erstmal unsere Periapsis. Die wird aber dann gleich zur APO. Und die bringen wir auf 6190. Methors, ja, kann sein. Ach, verdammt, vielleicht mache ich mal den Engine an, hä? Ach ja, ich trinke mal ein bisschen mehr Wasser statt Whisky, glaube ich. Theoretisch sollte es nämlich so sein, dass durch die sehr ausgeglichene Orbital Period, dass die bis auf Sekundenbruchteile, ich meine, der. Ups, das war jetzt ein bisschen viel. Der Komsat 2 ist jetzt eine Hundertstel Sekunde abweichend zum Komsat 1. Wenn wir das jetzt mit dem hier auch wieder hinbekommen. Sollten wir eigentlich die 30 Tage durchhalten, dann müssen wir nur noch an einer guten Stelle den anderen Komsat aussetzen und sollten dann eigentlich safe sein. So.
So, 6190. Sehr schön, wir sind jetzt bei 3 Stunden 51. Unsere Exzentrik ist noch ein bisschen hoch, aber unsere APO passt erstmal. Den Rest machen wir an der APO selber auch. Um unsere Exzentrik sauber zu bekommen. So. Gehen jetzt hier sauber auf den Prograde. Und schauen, dass wir uns auf die richtige Orbital Period setzen. Die mit 3 Stunden 53, 19 Sekunden und 11 Hundertstel Sekunden. Nee. Doch. Was weiß ich. 53. So. Muss hier aus. Und bringen uns auf 19, okay, so funktioniert das schon mal nicht. Nehmen wir ein bisschen Schwung aus den Düsen raus. Weil die Abweichung ist mir dann doch ein bisschen zu groß. Auch wenn es nur ein paar Hundertstel sind. Jawohl. 19,12, das ist auch okay, ist wieder eine Hundertstel Sekunde Abweichung. Damit kann ich leben. So, das heißt für uns, wir haben bis auf den COMSAT 4 eigentlich alles erledigt. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir jetzt hier den COMSAT 1, den COMSAT 2, den COMSAT 3. Wenn ich jetzt hier den COMSAT 4 platziert bekomme von der nächsten Rakete und sich währenddessen das Zeug hier nicht zu sehr verschoben hat, dann kann ich eine Verbindung auch zum COMSAT 1 herstellen und habe die potenzielle Abdeckung. Also wir haben auch schon die 60% Coverage erreicht. Das sieht gut aus. Jetzt heißt es eigentlich nur noch gucken, dass wir, ja, was soll ich sagen, die nächste Rakete noch schnell in Orbit schießen und einen COMSAT aussetzen, der funktioniert. Und dann sollte der Vertrag nach 2 Tagen Testlaufzeit eigentlich erledigt sein. Sagt die Theorie. Sagt zumindest die Theorie. Drückt mal die Daumen, dass das auch so funktioniert. Wir müssen jetzt einmal das Launchpad Reconditioning und dann haben wir, glaube ich, irgendwas 30 Tage, 40 Tage. 36 Tage, okay. 36 Tage aussitzen, hoffen, dass es funktioniert und sich unser COM-Netzwerk nicht zu sehr verschoben hat. So. Rollout. Gut. Also. Jetzt kommt der neue Anlauf für den COMSAT. Und ich hoffe mal inständig, dass wir damit den Vertrag erledigt bekommen. So, ich guck mal, wie es hier aussieht. Jetzt wird's spannend, ob die immer noch in Position sind oder sich komplett verschoben haben in dem knappen Monat. So, COMSAT 1, COMSAT 2, das sieht wirklich gut aus. COMSAT 3, das scheint okay zu sein. Okay, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo Baikonur ist. Ja, so Baikonur irgendwie da drunter bekommen für einen Launch.
weil wir sonst in eine andere Umlaufbahn starten, was prinzipiell Kacke wäre. Das heißt, ich kann euch heute keinen Tagstart versprechen. Ich werde nämlich mich an die Satelliten halten müssen. So. Und hier kommt Komsa 3 wird mein Ziel. Alles klar. Okay, also wir müssen jetzt nämlich gucken, dass wir ein bisschen auf Rendezvous fliegen quasi, um die Lücke da hinten zu füllen und auch in der gleichen Inklination zu landen, weil sonst kriegen wir ein ganz großes Problem. Das heißt, wir werden jetzt einen Nachtstart hinlegen. Hilft alles nichts. Oh, was war das? Irgendwas Komisches ist passiert. Ach so, ja, so macht man das ja auch nicht. Wartet mal. Launch. So. Also, kleiner Nachtstart. Heute mal ausnahmsweise, einfach um sicherzustellen, dass wir in der richtigen Inklination landen. Macht das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Wird jetzt gestreamt, bis die 15 Follower voll sind? Nein, es wird gestreamt, bis es 1 Uhr nachts ist. Das ist der Trick. So. Das ist der ganze Trick. Oder bis das COM-Netzwerk steht. Mal gucken, aber ich bin ganz zuversichtlich, dadurch, dass sich der Kram jetzt nicht verschoben hat, dass wir den jetzt sauber gestartet bekommen. Mal gucken. Mal gucken. Also im Prinzip ist es relativ, in Anführungsstrichen, relativ einfach. Wir müssen jetzt einen der COM-Sats als Ziel nehmen und das Rendezvous-Fenster aufmachen, um zu gucken, dass wir von der Inklination uns da auf einer sauberen Ebene halten. Und dann müssen wir einmal, entweder treffen wir die Lücke direkt, was ich nicht glaube, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. So, wir sind ziemlich exakt drunter, das ist gut. So, das ist nicht unser Ziel. Set as Target. Okay, sehr schön. Und dann brauchen wir hier einmal das Rendezvous Planner. Zack. So, genau. Und die Relative Inclination müssen wir halt relativ klein bekommen. Werden wir sehen, was da passiert. Aber jetzt heißt es erstmal Abflug, damit ihr ein bisschen Licht bekommt. Und wir gehen auf Volllast mit der Rakete. Und los geht's. Also wie gesagt, ich nehme das Fenster hier nur zur Orientierung. Und ich sehe, wo wir lang müssen. Und es sieht insgesamt auch so aus, dass wir mit unserem Start jetzt gerade theoretisch ganz gut in die Lücke stechen können. Wir müssen halt nur gucken, dass wir wahrscheinlich ein bisschen tiefer vom Orbit gehen, damit wir uns nach und nach in diese Lücke hineinschieben. Nach und nach kleiner werden. Jawohl. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also, wir müssen jetzt nach und nach die Relative Inclination klein bekommen. Das sollte aber alles im Bereich des Machbaren liegen. Wir haben ja ein bisschen Fuel-Toleranzen. Daher schauen wir mal, was das Spiel so ergibt. Habe ich jetzt auch noch nicht so gemacht, aber wir haben Rendezvous schon für ganz andere Sachen hinbekommen. Also wäre gelacht, wenn wir jetzt nicht dieses Startfenster jetzt sauber kriegen. So. Noch nicht so viel zu erkennen von unserer Inklination her, aber ich bin mal zuversichtlich. Das wird, Freunde. Wir werden das jetzt in diesem Anlauf hinbekommen, dieses Satellitennetzwerk fertigzustellen. Alles andere ist nämlich indiskutabel. Wie gesagt, es geht nur noch darum, den vierten Kommsatz zu platzieren.
Kurs. Gut. Schauen wir mal. 1,8 Grad Abweichung. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir driften jetzt ein bisschen rüber auf die falsche Seite. Nicht zu weit ausbrechen von der Inklination, sonst erwischt uns der Luftwiderstand. Grad ist jetzt zumindest kein Superdrama. Weniger wäre natürlich schöner. Da war unsere Booster-Sap fällig. Weg damit. Oh, wir sind ziemlich flach rausgegangen. Oh, oh, oh. Da habe ich nicht gut aufgepasst. Habe ich jetzt ein bisschen viel mit Inklination beschäftigt. Okay, jetzt müssen wir ziemlich hoch pitchen. Um das wieder gut zu machen. Wir sind nämlich erst auf einer Apoapsis von knapp 100 Kilometern. Bei 140 beginnt erst das Weltall. Und es ist nicht so, als ob wir gerade gigantisch viel Thrust-Weight-Ratio hätten. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen was tun, um Höhe zu gewinnen, solange wir noch Schwung haben. Sonst wird das fürchterlich schief gehen und wir werden zurück auf die Erde fallen. Das wäre sehr traurig, auch wenn ich mir das höchstens mir selbst vorzuwerfen habe. So. Okay, sieht aber so schlecht nicht aus. Also ist nicht ganz perfekt. Wir sind ein bisschen drüber. Aber das ist kein Inklinationschange, den man im Orbit nicht machen könnte mit 1,68 Grad. Jetzt müssen wir nur, wie gesagt, darauf achten, dass wir auch wirklich in Orbit kommen und uns nicht irgendwo unterwegs verhaspeln. So, ich mache mal das Fairing auf und fahre die ersten Antennen aus, soweit es im Dunkeln geht. Sehr schön. So, ja, Kommunikationssatelliten kann man ja nie genug haben. Gut. So, Bruno, vielen lieben Dank für dein Follow. Ganz viel Spaß beim Zugucken. Kritische Phase gerade hier. Nicht ganz geglückter Start, der jetzt korrigiert werden muss. Also, wir gehen im relativ steilen Winkel gerade raus. Das kostet uns natürlich viele Delta V auf der Stufe. Aber es bringt uns zumindest die Höhe, die wir brauchen, um was machen zu können. Denn wir wollen ja ins Weltall und nicht irgendwie wieder auf China herabstürzen.
So, der erste Kommsat, der Kommsat 3, oder der letzte Kommsat, das passt eigentlich auch ganz gut von der Einordnung her. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Wir uns da knapp drunter setzen. Apoapsis von 6190 gilt es zu erreichen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir überhaupt ins Weltall kommen. Aber ich glaube, das kriege ich gefangen. Und wir haben zum Glück genug Toleranz in der Kiste drin, dass wir uns solche Späße erlauben können. Ich guck mal, dahin wird die Inklination schlimmer. Das heißt, wir müssen, wenn, dann in die Richtung steuern, um sie klein zu halten. So, zum Glück haben wir auf der nächsten Stage direkt. Ja, besser als 168 wird es scheinbar im Moment nicht. Zum Glück haben wir in der nächsten Stage auch direkt eine Trust Weight von über 1. Das wird uns schon mal ein bisschen helfen. So, jetzt nehmen wir mal langsam Fahrt in Richtung Orbit auf. Statt hier die ganze Zeit nur rumzudüdeln. So, also, eine gewisse Höhe haben wir jetzt. Jetzt heißt es Geschwindigkeit aufbauen. Welches Jahr habe ich mittlerweile? Ich glaube, wir sind immer noch 1959, Tag 241. Ich müsste jetzt nach einem Monat müsste ich gucken. Das müsste irgendwie, ich weiß nicht, August oder so sein. Um und bei. Kann ich sagen, wie ich das nächste Mal beim Space Center unten bin. Aber ich bin noch im Jahr 1959. So. Also ich hänge gut 1,5 Jahre hinter Cookie hinterher. Mit dem, was ich hier so treibe. Deshalb heute auch mal ein bisschen längerer Stream, in der Hoffnung, zeitlich ein bisschen aufholen zu können. Obwohl ich durch diesen Doppelstart-Satellitennetzwerk jetzt natürlich viel Zeit auf Spielen vergebe. Was es nicht so besonders effizient macht. So, wir sind kurz vorm Staging. Stage 2, Main Engine Cutoff in 5 Sekunden. Wir gehen dann auf Stage 3 rüber, um uns weiter hoch in den Orbit zu schieben. Eine Sekunde und Staging. So, nächstes Triebwerk ist sauber durchgezündet, sieht gut aus. Und es geht weiter Richtung Orbit. Immer noch ein bisschen flach unterwegs, aber. Ansonsten sieht es gut aus. Ganz leichte Inklinationsabweichung. Ich hätte vielleicht, weiß ich nicht, 10 Minuten später starten müssen oder sowas. Aber das war ein bisschen blöd zu erkennen. Ist halt jetzt so. Hätten wir wahrscheinlich über den Rendezvous-Planer ganz gut sehen können. So, und Luca, gute Nacht dir auch. Und ja, wie gesagt, aber diese Inklinationsgeschichte können wir, glaube ich, ganz gut anpassen. Indem wir. Also wir müssen wahrscheinlich eh ein, zwei Orbits fliegen, um uns sauber die Position zu suchen. Mal schauen. Was wird Elon Musk am Freitag auf der IAC zeigen? Also nach allem, was man gehört hat, ein überarbeitetes Konzept für ihr Interplanetary Reisesystem. Ich bin sehr gespannt. Letztes Jahr hatten sie ja den ersten Entwurf von der Big Fucking Rocket vorgestellt, mit dem, was sie so machen wollen. Und da haben sie wohl jetzt ein paar Überarbeitung dran vorgenommen. Ich bin gespannt. Ich kann es nicht sagen. Einige unerwartete Anwendungsmöglichkeiten oder sowas war, glaube ich, so ein Zitat mit dabei. Kann jetzt alles Mögliche sein, ne? Weiß man natürlich nicht. So, wir haben jetzt die Apoapsis unter Kontrolle. Das heißt, ab jetzt können wir wirklich dem Orbit entgegenstreben, auch wenn das für euch wahrscheinlich ein bisschen finster ist. Aber da hinten ist schon der Sonnenaufgang zu sehen. Also es dauert nicht mehr lange. Und zumindest das Triebwerk könnt ihr ja brennen sehen. Alles wird gut. 39,9, das heißt, wir können noch ein bisschen flacher gehen. Und wie gesagt, unsere Inklinationsabweichung geht so.
Also ich denke mal, viel weiter oder viel besser als 1,68 kann ich sie im Moment nicht halten. Vielleicht auch mittlerweile 1,7, wer weiß das schon so genau. Ne, 1,69, ein bisschen was geht noch. Ja, Trump wollte auch wieder zum Mond, ja. Aber Trump will scheinbar viel, wenn der Tag lang ist. So, jetzt gucken wir mal, 1,69 scheint machbar zu sein, dass wir so 1,69er Inklination ungefähr halten. Und dann noch ein bisschen flacher gehen. Sehr schön. Okay. Sieht gut aus. Also ich denke mal, in Orbit kommen wir und wir kommen auch bald in den Sonnenaufgang. Ist zumindest am Horizont schon zu erahnen. So, und der Satellit ist mittlerweile hier. Das heißt, wenn ich mich rausschieße, also mit ein bisschen Glück lande ich relativ gut in der Lücke. Müssen wir mal gucken. Müssen wir tatsächlich mal gucken, ob das hinhaut. Das wäre natürlich sehr witzig. Dann haben wir direkt die Möglichkeit, einen Satelliten auszuklinken für die Feindkorrekturen. Schauen wir mal. Und dann muss es nur 2 Tage halten. Und das ist tatsächlich nicht lange. Weil die anderen Satelliten sind wirklich gut abgestimmt. Wir müssen den dann auch nur sauber auf die richtige Orbital Period setzen und einmal gucken, dass unsere Inklination zu den anderen Satelliten halt sauber auf 0 steht. Oder sehr geringe Abweichung auf jeden Fall. Dann sollten wir im Normalfall keine Probleme bekommen. Ich gehe jetzt mal sauber auf den Horizont runter. Gut, also Orbit sieht gut aus, das kriegen wir hin. Und dann schauen wir mal. Ziel ist auf jeden Fall die 6190 Kilometer Apoapsis erstmal zu erreichen. Und dann gucken wir mal, wo die sich einordnet. Periapsis ist über 140, damit sind wir auf jeden Fall schon mal safe, was den Umlauf angeht. So. Okay, wir stagen rüber auf die nächste Stufe. Sieht auch gut aus. Gehen jetzt über die SAS-Kontrollen weiter. Okay, also wenn ich jetzt keinen großen groben Schnitzer baue, dann sollte das ja eigentlich passen. Die Satelliten werden vorbeiziehen, bis wir hier sind, hoffe ich. Und wir werden wahrscheinlich dann mal ein Manöver nutzen am Descending Node, um unsere Inklination zu den anderen zu korrigieren. So, und ich versuche uns jetzt bei 6,19 Apoapsis ungefähr einzufangen, dass wir das schon mal haben. Und uns in Rotation zu versetzen. Okay, good enough. Denke ich mal, das sollte reichen, um unser Triebwerk zu stabilisieren für eine weitere Zündung. Gut, also wir haben jetzt erstmal orbittechnisch die gleiche Höhe wie die anderen Satelliten erreicht. Jetzt gilt es einmal, den Inklinationschange sauber zu machen, damit wir was passiert, wenn ich da drauf drücke? Hat er uns jetzt Manöver geplant? Da drüben 200 Meter pro Sekunde, aber eigentlich müsste ich das doch auch hier machen können, oder? So, was ist das Problem? Wir sind, oh, ist schwer zu erkennen.
Wir sind mit unserem Orbit drunter, das heißt, wir müssen hoch. So, jetzt ein bisschen Gefummel. So, wenn die sich drehen, muss doch eigentlich der Punkt erreicht sein, oder? So. Ich glaube, irgendwo hier so. Ich gebe ihm jetzt mal 200. Dafür. So, die geben wir jetzt aus. Und wie lange läuft es schon? Wir spielen seit 20 Uhr. Also knappe 3 Stunden sind wir jetzt unterwegs. So, wir rotieren jetzt in Richtung nächstes Manöver. Das nächste Manöver ist hauptsächlich nach oben weg, ist der da. Also quasi Normal. Und das ist in 19 Minuten. Das heißt, da gehen wir jetzt mal per Zeitraffer hin. Und dann können wir uns mal anschauen, wie unsere. Okay, da ist das Manöver. Das heißt, eine Rotation können wir noch durchgehen. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier gleich stable werden. Jawohl. Okay, ich zünd jetzt, damit er uns aufs Manöver zieht. So, und jetzt brennen wir das so gut wie möglich runter. Es geht ja nicht darum, dass wir hier perfekt sind, aber es geht schon darum, dass wir so nah wie möglich an die Umlaufbahn der anderen Satelliten rankommen. So, sobald er nicht mehr mitspielt. Gut. Das sollte hoffentlich reichen. So, Inklination. Rendezvous Planner. 0,05 Inklinationsabweichung, also 0,05 Grad. Wie lange läuft es noch? Bis 1 Uhr circa wird der Stream gehen. So, jetzt schauen wir mal, wo werden wir uns einordnen? Hier ist der Kommsat 1 und wir sind gerade hier unterwegs. Fuck, jetzt habe ich es natürlich ein bisschen versaut, ne? Mit dem RCS-Gedöns. Ich hätte Rotation haben müssen. Ah, schwierig. Ich hoffe, ich habe es gerade nicht die Mission kaputt gemacht. So, wir sind eigentlich in einer gar nicht so schlechten Position. Warte mal, aber ich habe alle Triebwerke, oder? Ja. Okay. Ich habe alle Triebwerke. Ich kann Prograde gehen. Ich habe noch 3 Minuten und ich muss jetzt meinen Prograde eigentlich nur noch ein bisschen hochpumpen auf, ich sag mal, auch so 5, damit ich mit einer Rotation jetzt noch mal mich ein bisschen nach hinten verschiebe. Das sollte eigentlich machbar sein. Okay. Probieren wir es, würde ich sagen, oder? Komm, zünde nochmal durch. Jawohl. Okay. Puh, Schwein gehabt. Ich hab's noch nicht versaut. Noch nicht. So. Jetzt langsam hoch. Was? Rendezvous Planner? Nee, für Moon. Ich nehme keinen Rendezvous Planner. Ich nehme immer die Transfer Planner. Oder wie heißt die? Manöver Planner. Okay.
Gut, wir haben unsere relative Inklination dadurch ein bisschen versaut, aber ganz ehrlich, das ist deutlich unter einem Grad. Damit kann ich jetzt ehrlich gesagt im Moment ganz gut leben. Und wir brennen uns jetzt mal so auf 5000 Kilometer hoch. Das sollte eigentlich unsere Probleme gelöst bekommen, dass wir dann mit einem weiteren Umlauf, vielleicht sogar 5200. Ja, wir müssen schon noch ein Stück raus. Ah, 5000 ist eine gute Ansage. Und aus. Okay. Gut, damit müssten wir eigentlich eine gute Platzierung hinbekommen. Hoffe ich. Wie schlimm sieht's aus mit unserer Inklination? 0,28 Grad weiterhin, das ist in Ordnung. Okay, das heißt für uns jetzt, wir gehen eine weitere. Fuck! Falsch gedacht, falsch gedacht, falsch gedacht. Ich muss einen abkoppeln. Ich brauche eine höhere Umlaufzeit. Ich muss mich nach hinten schieben. Eieieiei, ich darf nicht aufholen. Okay, ich klinke jetzt einen Satelliten aus. Mit dem habe ich nämlich die Möglichkeit, das zu machen. So. So, mit O und ohne H. Alles wird gut. Extend. Extend. Anmachen, anmachen, anmachen und anmachen. Zack. So, ich will Prograde und los. Und ich möchte gerne. Hä? Ach, das ist schon wieder der kaputte Satellit, ne? Mal gucken, vielleicht reicht's ja. Wenn nicht, haben wir noch ein paar auf Reserve. So. Ich klinke dann gleich noch einen zweiten aus und schicke den auch auf Reserve raus. Gut. Jetzt müsste mit Zündung unsere Umlaufzeit sich erhöhen. Genau. Und die müssen wir jetzt auf über 3 Stunden 53 drücken. Auf jeden Fall. Damit wir uns nach hinten schieben. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir hinbekommen mit diesem bisschen pupsigen Delta V. Okay, das sieht aber gut aus. Fuck, geh aus. Oh, dieses über dem. Oh, das macht mich wahnsinnig. Okay, den können wir direkt streichen, den Satelliten. Was ist hier nur los? Ich bin hier. Ich bin gerade erst ausgeklingt, also ist. Ne, wo bin ich denn? Ich bin hier. Nee, ich will da nicht hinwarpen. Was ist denn jetzt los? So, wir nehmen direkt mal den nächsten, der hoffentlich ein bisschen mehr Sprit drin hat. Oh, genau den richtigen auch wieder erwischt. Ich hoffe, die sind jetzt nicht alle so, ne? Das wäre echt bitter. Aber ich habe jetzt, wartet mal, ich kann das anders machen, um sicher zu gehen. Der rotiert jetzt nämlich. Sehr schön. So, very stable. Wir gehen prograde. Wir zünden den jetzt nochmal durch auf eine Orbital Period von mehr als 3 Stunden 53. So. Sehr gut. Noch haben wir die Zündung, ja. Einfach um sicher zu gehen, falls die anderen Satelliten auch so wenig Sprit mit drin haben. So, ich gehe jetzt mal auf 3 Stunden, 4 Stunden. Sehr schön. Okay, jetzt schieben wir uns auf jeden Fall mit jedem Umlauf ein bisschen nach hinten.
So. Gut. So viel dazu. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir den anderen in Reichweite bekommen. Weil eigentlich geht es nur noch darum. Guck mal, haben wir schon? Das sieht fast so aus, als ob es funktionieren könnte. Ja. Was ist das hier? Kommissar 2. Ne. Wo ist denn Kommissar 3? Zu 3 müssen wir eine Verbindung kriegen. So. Und 1 müssen wir abhängen mit der Zeit. Also wir schieben uns jetzt ein bisschen nach hinten raus. Nach und nach. Das dauert einen kurzen Moment, aber hier kommt der Dreier. Ja, nicht mehr lange und wir haben ihn. Bisschen noch. Abisele noch. Jawohl, ich glaube, wir haben eine Verbindung. Jetzt können wir loslegen. So. Das sieht gut aus. Jetzt hoffen wir mal, dass hier ein sauberer Satellit mit dabei ist. Und nicht wieder so ein Firlefanz-Scheiß. Control from here. Activate. 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 Und activate. So. Paneele raus. Paneele raus. So, und der musste jetzt nämlich eine direkte Verbindung zu Kommsat 3 und zu Kommsat 1 hinbekommen. Das können wir schon mal testen, ob wir das schaffen. Also, erste Verbindung ist Kommsat 1. Status okay. Zweite Verbindung ist Kommsat 3. Status okay. Gut, die haben wir. Das heißt, jetzt heißt es wirklich nur noch Exzentrik korrigieren. Und jetzt hoffe ich mal, for fuck's sake, dass das hier in einer sauberen Treibstoffbestückung geendet hat. Und nicht irgendwie völlig in die Hose gegangen ist. 251, das gibt's doch gar nicht. Was ist los mit diesem. Warum ist hier plötzlich alles wieder. Ah, das treibt mich in Wahnsinn, ne? Ehrlich, das treibt mich richtig in den Wahnsinn. Warum ist das so? So, wir gucken mal, ob wir es trotzdem hinbekommen. Also. Wir müssen auf der APU-Apsis. Wo sind wir jetzt? Also erstmal müssen wir auf der Periapsis ein bisschen runterbremsen. Auf 6190. Okay, das sind 80 Delta V von den 248, die wir haben. Das ist machbar. Gut, das heißt, wir machen jetzt erstmal nichts, sondern coasten dahin. Oh Gott, vielleicht mit einer anderen Kameraansicht, sonst wäre ich wahnsinnig. So. Also, Satellit dreht sich, wir freuen uns. Und zoomen da jetzt mal hin. Gut, und dann heißt es auf der anderen Seite, wenn die Exzentrik noch nicht passt, auf der APO-Apsis nochmal. Also, wir werden jetzt leicht abweichen, natürlich, durch die Nummer. Aber hilft ja nichts. Ich hoffe, dass wir durch die Steuerdüsen nicht zu viel verlieren.
So. So, ich mache das gerade kurz manuell, das Einfangen auf das Manöver, damit wir möglichst wenig Verschnitt an RCS haben. Okay, das sieht gar nicht schlecht aus. Also wir müssen jetzt wirklich nur noch die Exzentrik hinbekommen. Der Rest ist Chico. So, Retro. Retro passt. Gut. Ich würde sagen, wir schmeißen das mal an und brennen uns runter auf 6190 für die Apoapsis. Das ist ja unser erklärtes Ziel. Und dann gucken wir mal, ob wir zufällig eine saubere. Ja, das war ein bisschen zu viel des Guten. Ich pump uns zurück auf die 6190. Ja, ich weiß, ich habe meine Exzentrik gerade wieder zerstört. Aber ich möchte einfach sicher gehen, dass wir mit der Umlaufzeit sauber stehen. So. Puh, was eine Fummelarbeit. So, und jetzt werden wir auf der Periapsis. Also wir stehen ja eigentlich gut. Alles andere passt auch. Jetzt werden wir auf der Periapsis nochmal unsere. Oh, unsere Periapsis ist auch direkt da. Warte mal. Nee, auf der Apoapsis unsere Periapsis nochmal anpassen. Genau, so rum war's. Und zwar auf eine Orbital Period von. Eine Stunde, nee, 3 Stunden 53, 19 und ein bisschen. So, und dann haben wir es. Dann steht das Satellitennetzwerk. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oder dem Zentralkomitee sei Dank. Das ist mir auch scheißegal. Irgendwas sei Dank. So, wir wollen Prograde gehen. Und zum Glück sind wir auch schon relativ gut ausgerichtet. Das kostet uns also nicht viel. Gut. Eine Minute und ein bisschen zur APO. Die nehme ich jetzt auch noch mit dem Zeitraffer mit, dass wir da relativ schnell hinkommen. Gut, jetzt gibt es noch mal eine kurze Zündung. Und wie gesagt, Ziel ist es, dass wir eine Orbital Period von 3 Stunden 53, 19 Sekunden, Punkt 11 hinbekommen. Ich bin aber mit Näherungswerten einverstanden. Hopp, das hat ja schon mal wieder sehr gut geklappt. Schön überschossen. Punkt 12. Melde mich hiermit höflich aus dem Kommunikationsnetzwerk ab. Gut, jetzt müssen wir irgendwie dazu kommen, dass er eine Abdeckung von. Tanja, vielen lieben Dank für dein Abo. Auch bei dir ja schon der dritte Monat in Folge. Immer schön weitermachen, natürlich. So, jetzt müssen wir einmal gucken, dass wir eine Abdeckung von 60% hinbekommen, aber die hatten wir zwischendurch schon mal. Ich nehme an, das werden wir auch nochmal hinbekommen. Und wir müssen 2 Tage durchhalten. Auch da bin ich relativ zuversichtlich. Ich mache jetzt mal den Zeitraffer an. Ich nehme mal an, während wir hier so rumzeitraffern, wird genau, da steigt irgendwann auch mal die Abdeckung. Ja, 20, 30. Komm, gib mir das Häkchen. Gib mir das verdammte Häkchen. 35, 40, 45, 50. Come on! Jawohl! Okay, das Häkchen haben wir. Wir haben 60% Communication Cover. Jetzt müssen wir nur noch durchhalten. Jetzt heißt es nur noch überleben. Also, eigentlich haben alle Satelliten bis auf eine Hundertstel Sekunde die gleiche Orbital Period. Da sollte nicht viel passieren. Schwer. Was darfst du unter Marathon verstehen, Schnorpel? Du darfst unter Marathon verstehen, dass wir heute 5 Stunden am Stück streamen. Ich habe um 20 Uhr angefangen und ich mache bis 1 Uhr durch mit dem RSS-Stream heute.
um mal ein bisschen zeitlich aufzuholen zu Cookie, weil er hat 1,5 Jahre Vorsprung mittlerweile und damit das nicht total unspannend wird und bei ihm schon quasi eine Mondlandung sieht und ich bin noch ungefähr ein halbes Jahr davon entfernt, überhaupt mal irgendwo hinzufliegen, habe ich gedacht, ich ziehe heute mal ein bisschen länger durch, einfach um mich ihm zeitlich wieder ein bisschen anzunähern. Und jetzt erledige ich gerade mein Satellitennetzwerk. Hahaha. Ich hoffe, das hält. Ich mache mal ein bisschen mehr Zeitraffer. Das sieht aber gut aus. 20 Stunden, 18 Stunden, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Check. Ich gebe hiermit zur Kenntnis, dass am 244. Tag 1959, wir können uns gleich im Space Center angucken, wann das Datum genau ist, unser Satellitennetzwerk erfolgreich in den verkackten Betrieb gegangen ist. Bin ich froh, dass dieser Auftrag erledigt ist. Und wir dafür 380.000 Rubel überwiesen bekommen haben. Und jetzt geht es nämlich ans Upgraden von den blöden Gebäuden. Ha! So sieht's aus. So, Markus, gute Nacht dir und viel Spaß dann mit der Aufzeichnung. Und wir können jetzt mal gucken, wie viel Geld regen das. Also, es ist 380.000, das ist schon soweit ganz logisch. Aber was wir damit anstellen können. Es ist der 1.9.1959, das hat Mickey richtig berechnet. Und wir sind soweit, dass wir dieses Update hier anstoßen. Wow, vorbeigeklickt. Dass wir dieses Update hier anstoßen können. Ich wollte gerade sagen, rot, was ist los? Warum? Okay, wenn wir das upgraden, können unsere Astronauten Eva-Samples off-world sammeln. Das ist prinzipiell eine gute Idee, wenn man auf den Mond fliegen will. Und wir können Resource-Transfers machen, aber wir können vor allen Dingen auch Research-Science-Limit bis 500 gehen. Das wird interessant, weil die nächsten Updates natürlich ziemlich teuer sind. Das Ganze dauert allerdings etwas mehr als ein Jahr, es auszubauen, aber es ist jetzt mal in Auftrag. So, zack. Und eigentlich könnte man gleich noch sagen, wir nehmen den hier mit, aber dann bin ich ein bisschen arg dünn bei Kasse. So, was steht denn als nächstes an, Freunde? Was sagt denn die Alarmglocke? Die Alarmglocke sagt, in 31 Tagen ist Mars 2 am Mars. Könnte man machen. Wir könnten aber noch irgendwas tun, um Geld zu verdienen. Und wir könnten ein paar Upgrades kaufen, glaube ich. Einfach aus Prinzip. Oh, oder wir könnten Forschungen kaufen. Aus Prinzip. Ach nee, da kann ich ja nicht. Kann ich ja immer noch nicht, weil die Forschung noch läuft. Aber Advanced Flight Control wäre noch drin. Sojus-Teile. Habe ich das schon erforscht? Falls nicht, wäre es eine Maßnahme. So, wir haben Tech. Second Gen General Construction, Basic Solids, Major Super Sonic Flight. Nö, dann können wir Advanced Flight Control mal erforschen. Zack. Leider können wir hier nicht weitermachen. Weil Dinge. Ganz viel Sojus-Zeugs. Gut, auch Apollo-Zeug, aber das interessiert uns ja nicht. Ha, spannend, spannend, spannend. Das wird lustig. Was können wir hier schon machen? Noch nichts, ne? Miniaturization fehlt uns noch. Wir könnten natürlich Miniaturization auch mal erforschen. Dass wir dann die Landebeine kriegen können, ne? Die wären eigentlich auch nicht falsch. Kommt. Warum macht das jetzt nicht? Hä? Jetzt. Was auch immer ihn gestört hat. Gut, das können wir jetzt noch nicht anstoßen. Gut, ich glaube, mehr können wir im Moment nicht anstellen. Early Hydrologs ginge theoretisch. Ist aber wahrscheinlich problematisch, weil unser erstes Hydrolox-Triebwerk ist hier hinten irgendwo. Auf der 300-Punkte-Kategorie. Vorher gibt es nur Amerikanerzeug. Ich weiß nicht, wollen wir es trotzdem anstoßen? Eigentlich schon, ne? Gibt Punkte. Punkte sind gut. Punkte sind gut. Genau, und die Punkte können wir jetzt auch wieder in Upgrades stecken. Haha, nämlich zum Beispiel in Forschungsgeschwindigkeit. So, und jetzt versenken wir mal noch ein bisschen was in Ausbaupunkten. So,
Wie schnell bauen wir denn? Das könnte man auch schneller machen. Dann wird nämlich auch schneller unsere. Na kommt. Dann wird auch schneller unser Upgrade fertig. So. Dann haben wir nämlich hier nur noch 499 Tage zu warten. Das ist doch schön. Also diese Fab-Punkte sind gleichzeitig auch die Zeit, die man auf Upgrades warten muss. Irgendwie. Gut. Was gibt Mission Control so her? Mission Control gibt uns einen Mars-Orbit, eine Mars-Atmosphärenprobe. Das wäre natürlich auch spannend. Das ist ja nicht so, als ob wir das nicht schon mal gemacht hätten, ne? Könnte man mal erledigen, würde ich sagen. Nächstes Marsfenster ist in einem Jahr und ein bisschen. Wir haben 1460 Zeit. Locker. So. Locker. Low Resolution Scan auf Venus. Ich traue mich noch nicht, es anzunehmen. Erst wenn wir reingebremst haben. Geostationäres Kommunikationsnetzwerk. Oh Gott, keine Kommunikationsnetzwerke mehr. Wie viel Kohle gibt's? Nein. Lunar Landing Uncrewed, aber nur 365 Tage. Wollen wir es versuchen? Wollen wir es wirklich versuchen? Einfach um Cookie zu ärgern. Falls du noch da bist, Cookie. Einfach nur um dich zu ärgern. Und Physikstudent, natürlich gibt es KSP auch auf Deutsch. Ich glaube, wir bauen mal was für dieses Lunar Landing, oder? Das muss ja irgendwie hinhauen. Müssen wir jetzt mal was konzipieren. Wir hauen mal was in Bau, von dem wir glauben, dass es funktionieren könnte. So, um eine lunare Landung durchzuführen, müssen wir was bauen. So, lass mich mal den Taschenrechner zücken. Müssen wir was bauen, was es schafft, 680 Delta V aufzubringen für in den Orbit einbremsen und nochmal 1730, um dann eine Landung durchzuführen? Na, ich glaube, Physikstudent meint eher, dass auf Deutsch Twitch gestreamt wird. Also rund 2500. Rund 2500. Delta V sollten wir einplanen für die Mondlandung. So, das Ganze nennen wir dann Luna 1. Unser erster tollpatschiger Versuch, eine Probe auf dem Mond zu landen. Wir gehen natürlich wieder mit unserem guten, weil bewährten Kaffeekannenprinzip vor. Also Thermoskanne. So. Falsche Richtung. Also, wir werden uns hier wieder so ein Hütchen bauen. Und ich glaube tatsächlich. So, das brauchen wir nicht. Ich glaube tatsächlich, so macht das ganz gut Sinn. Und wir gehen diesmal ein bisschen. Gehen wir ein bisschen fetter vor? Naja, nicht ganz so fett. 700. 700 machen wir. Siebenhundert und wir wollen gerne auf den. Hat jemand den Mond gesehen? Ah, da. Moon. So. Das wird ein Service-Modul und da kommt so ein Antrieb drunter. Und da kommt Hydrazin rein und davon viel. So, das ist schon mal schlecht, denn so werden wir natürlich nicht besonders gut bremsen können. Kommt dann aber okay. Das heißt, wir brauchen ein paar mehr Antriebe scheinbar an der Kiste. Wie wäre es denn mit 4 zum Beispiel? Kann man das auch so machen? Ja. So. Dann haben wir nämlich eine Trust Weight theoretisch von um und bei 4. Nicht ganz, aber 3,67. Schön. Okay. 3,67 Trust Weight Ratio bei 1360 Delta V und viel zu wenig Avionics. Da kommen sie wieder unsere Probleme.
Das sollten wir natürlich noch nachreichen. Vielleicht machen wir die mal nach oben. Zack. 700er, ne. Machen wir ein bisschen länger. Also 700er Diameter und dann so kurz wie es geht. Das war nicht gut. Okay. Das Ganze auch in wundervollem Silber gehalten. So. Ja. Okay. Sieht doch soweit schon mal nicht schlecht aus. Ja, Hydrazin bringt einen schlechten spezifischen Impuls, aber Hydrazin verdampft mir nicht weg auf dem Weg zum Mond. Das habe ich dann wenigstens noch. Kryogene Treibstoffe sind da so ein bisschen hässlich. So. Zack. Das wird meine theoretische Probe. So, die hat jetzt 1300. Alles klar. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen was, um die Landung anzusetzen. Und ich brauche vor allen Dingen auch noch... Ja, sieht das nicht geil? Ist das nicht eine geile Thermoskanne? So. Und wir brauchen noch Control Thruster, um das ganze Ding auch nach unten zu bringen. Ich würde sagen, mittlere Größe passt ganz gut. Ja, aber... Ach doch. Mit TO kann ich auch. Ist das besser? So, also wir haben jetzt 187. Ja, können die auch mit Erosin arbeiten? Erosin, UMDH. 245er. 248er. Lass uns das mal... Oh Gott, ist das teuer. Kann ich bitte UMDH nehmen? Ich denke mal 187. Ich glaube, ich nehme das. Ist nicht ganz so teuer. So. Zack. Seid ihr alle umgestellt worden? Ja. Gut. Oh Gott, was kostet das bei euch? Nicht viel. Okay, das freut mich. So, wir waren jetzt bei 1000 irgendwas und ein bisschen, 400 und ein bisschen. 2052, das sieht tatsächlich gar nicht schlecht aus. Okay, gut. Also, technologiemäßig würde das funktionieren. Hat mich jetzt natürlich ordentlich Asche gekostet, der Spaß. Aber ihr wollt es ja so. So. Dann wollen wir natürlich eine Funkverbindung herstellen. Dafür benutzen wir eine klassische Antenne, wie man das halt so macht, Antennen zu benutzen. So. Dann wollen wir Forschungsergebnisse sammeln. Ne? Habe ich gehört zumindest. Davon nehmen wir aber immer nur eins mit. Ja, ja, 700 Delta V ist super. Also, ich kann mich nicht beschweren. Danke für den Tipp. Also ich würde mich da auch niemals beschweren. Warum sollte ich mich da beschweren? War das eigentlich genauso schwer wie die anderen? Ja, okay. So. Zack. Zack. Also ich versuche das hier relativ symmetrisch zu halten. So. So, das ist zwar jetzt größer, aber gewichtstechnisch nimmt sich nichts.
So, dann Strom. Wir werden natürlich unsere hervorragenden Solarpaneele benutzen, einfach weil wir es können und weil die bisher sich immer sehr bewährt haben. Schwupp. Ja, das mit dem SAT-Netzwerk hat tatsächlich geklappt. Das war gut. Das hat uns gerade ermöglicht, dass wir jetzt die Research Facility ausbauen. So, und jetzt werden wir mal einen kleinen Hack bauen. Ich habe nämlich noch keine Landebeine, aber ich bin ja ein Russe. Wieso sollte mich sowas Banales wie keine Landebeine zu haben aufhalten? Ich baue mir einfach Landebeine. Ha! So. Landebeine aus dem Obi. Cookie hatte auch keine. Ja, nur weil Cookie keine Landebeine hat, heißt das ja noch lange nicht, dass ich ohne Landebeine irgendwo hinfliege. Warum ist das so verschoben? Wer macht denn sowas? Wieso sollte ich auf dem Triebwerk landen, wenn ich eine coole Landevorrichtung konzipieren kann? Wieso sollte ich das tun? So. Sieht aber auch irgendwie komisch aus. So. Aber wahrscheinlich brauchen wir auch gar nicht so lang, ne? Ne. Nehmen die kürzeren. Ja, natürlich kann ich das auch. Es geht ja hier gar nicht um können. Es geht um, was ich möchte. So. Reicht das dann so von der Höhe? Ja, sehr schön. Hahaha. Wir bauen uns nämlich eine richtig coole Landevorrichtung. Ja, weil es Delta V kostet, ihr immer mit euren Delta V. Das wird ja nicht nur eine Landevorrichtung. Lasst mich mal bauen. Ich erzähle es euch gleich, wie es gedacht ist. Pass auf, das ist ja nicht nur eine coole Landevorrichtung. Nein. Nein, das ist noch viel mehr. Das ist nämlich auch die Halterung für unsere Außenstage, die uns vorbremsen wird. So. Das ist schon mal, worauf wir landen werden. Geil, ne? Sieht schon mal cool aus. Ich zeige euch das mal. So wird das dann nachher auf dem Mond landen. Hoffe ich zumindest. Zack. Husch. Oh, wir können es nicht sehen. Bob. Bob. So. Können wir das irgendwie angucken? Ne. So. Guck mal. Sieht doch ideal Standard aus. Gut aus. Sieht gut aus. Damit kann man schön stehen. So. Und da das Ding ja jetzt, das ist ja nicht nur dafür da, damit ich gut landen kann, sondern an diese ganze Geschichte, jetzt passt auf, jetzt passt auf, kommen natürlich noch mal ein paar Tanks ran für unsere Landestufe. Oh ja, mit der wir ach so, verdammt, die Kappler vielleicht noch. Ja, da kommt natürlich ein Fairing drumherum. Keine Sorge, ich bin nicht völlig wahnsinnig. Ich bin nah dran, aber nicht völlig wahnsinnig. So. Decoupler. Zack. Zack. Ja, ihr versteht, worum es geht, hoffe ich. Falls nicht, Pech gehabt. Zack. Zack. Die stellen wir auch wieder auf diese lustige Treibstoffkombination um. So, zum Glück, wenn man es einmal gekauft hat, kostet nichts mehr so viel. So. Und dann ist das hier bitte auch ein Service-Modul mit 100% Füllstand und zack. So, jetzt haben wir nämlich schon mal, ich hatte ja zusammengerechnet, wir brauchen 2500 Delta V. Es ist also völlig oversized, was wir hier tun. Völlig oversized, aber Toleranz ist gut, haben wir ja gelernt. Toleranzen sind eine super Sache. So, und einfach nur, weil es optisch sonst doof ist.
Wir landen nicht nur irgendwas auf dem Mond, nein. Wir landen etwas Schönes auf dem Mond. So viel Zeit muss nämlich sein. Ist es nicht wunderschön? Das sieht doch mal. Ich würde am liebsten noch überall so Hammer und Sichel draufkleben, weil es unglaublich russisch aussieht gerade. So. So. Das ist meine Mondlandefähre, mit der ich auf dem Mond landen werde, ob ihr es glaubt oder nicht. Das ist mein Plan zumindest. Jetzt muss ich das nur noch auf eine Rakete packen, die ungefähr 12.000 bla Delta V rauspackt. So. Wie machen wir das am schlausten? Decoupler in die Mitte. Kriegen wir da einen Decoupler dazwischen geschlunzt? Ich will nur einen. Jawohl. Okay, das sieht doch gut aus. So. Zack. Das Ganze wiederum auf ein gutes altes Eisengestänge stecken. Ein bisschen längeres Eisengestänge geht im Zweifelsfall. Wunderschön. So, und jetzt probieren wir einfach mal ganz stumpf. Also, ich bräuchte jetzt 12.600 Delta V obendrauf. Gucken wir mal, was meine Sub-Assemblies so machen. Die Early Proton. Mal schauen. Mal was Modernes. Habe ich da gar keinen Decoupler dran? Scheinbar nicht. Lass mich kurz noch ein Payload Fairing anbauen. Das würde irgendwie total helfen. Es fühlt sich nicht so an, als ob das reichen würde. Ich hole mal den Taschenrechner raus. Neun vier plus 3210 plus 2260. Also jetzt würden wir quasi einen Moon Intercept hinbekommen. Das heißt, wir sind nicht groß genug dafür. Das heißt, wir konzipieren uns einfach mal was Neues. So. Das ist auf jeden Fall unsere Rakete, mit der wir fliegen wollen. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Fuel Tank, der uns hinbringt. Von der Breite her sieht das Fairing eigentlich so okay aus. Ja, jetzt wird's spannend. So. Leicht drüber gehen ist auch okay. Länge machen wir mal 2 Meter. Ein Service-Modul 100%. So. Jetzt wird's spannend, ob wir irgendwas engine-technisch haben, was verlässlich genug ist dafür. Ich befürchte fast, dass wir mit dem Ding hier gehen müssen. Was ist das da? Ne, das ist das Vostok Service Module. Das will ja auch keiner. Wurschkottteile. Ne. Okay, wir probieren es mal damit. Mal gucken. Das Teil hat ...250 Rated Burn Time. Wo sind wir? Ah, das ist zu lang. Das ist zu lang. Utilization runter. Warum wird es nicht weniger?
Faszinierend, okay. Staging ist wahrscheinlich einfach das Problem. So, da, zack, okay. Schwupp. Dann bitte die vier dazu. Zack, zack, zack. Dann hätte ich gern das hier drin. So, sehr schön, okay. Zack, Staging, zack, Staging. So, jetzt aber. Jetzt wird wahrscheinlich auch ein Schuh draus. So, jawohl. Okay, viel zu viel. Wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer machen. So, wir haben 250, sind nicht ganz 5 Minuten, das sind 4 Minuten und 10 Sekunden, richtig? Ja. Ja, 4 Minuten, 10 Sekunden Auslastung. Können wir fliegen mit dem Triebwerk? Und die sollten wir auch maximal gehen. Mehr muss nicht sein. So, dann sind wir auch von den Avionics her nämlich noch im Okay-Bereich. Gut, jetzt probiere ich das nochmal mit komischen Interstage-Fairings, die mir Cookie immer aufquatschen will. Verstehe es immer noch nicht, wie das funktionieren soll. Irgendwie will er immer, dass ich den da oben rein mache, oder was? Irgendwie so. Zack. Dann so. Verstehe nicht. Soll das so sein? Das sieht aber nicht gut aus. So meint. Ich probiere das gleich mal. Mal gucken. In der Simulation kann man ja mal schauen, ob das dann alles so sauber decoupelt, wie wir uns das vorstellen. So. Jetzt geht's. Entschuldigt bitte. Jetzt geht's weiter. Also, dann brauchen wir irgendwas. Verschieben am Raster ausrichten. Ja, mal gucken. War, glaube ich, vorher aber auch recht zentral schon. Gut, Meter. Mach mal erstmal so die Länge. Gut, jetzt müssen wir mal schauen. Wir brauchen irgendwas, was richtig gut Druck macht. Das waren die Booster für die Proton. Second Stage. Ja, 7 Upper Stage. Da muss ja irgendwie in die Richtung gehen. Schauen wir mal. UMDH. Nee, Live Support ist es nicht. Ein Fuselatsch. Zack, Vollgas. 100. So, dann brennt das Ding, sage und schreibe. 3 Minuten 58. Ist aber geratet für knappe 4 Minuten. Volltreffer.
Für 3 Minuten 58 ist geratet. Tja, wer kann, der kann, ne? Genau getroffen. Also wenn mich hier gerade nicht verrechnet, 240 Sekunden sind 4 Minuten, also sind 238 Sekunden 3 Minuten 58. Ich bin bei 3 Minuten 58,6. Ist ein Risiko, was ich bereit bin einzugehen. Check. So. Wartet mal, ich brauche aber auf der da, ich brauche aber auf der Stufe da oben mehr Bums. So kriege ich mich nicht in den, da fehlen mir dann 500, aber ich habe 500 Puffer in dem anderen Teil drin. Könnte man natürlich auch so argumentieren, dass ich das einfach mit denen hier fertig fliege. Okay, dann ist das hier die Transfer-Stage komplett. Ja, ja, Avionics muss ich gleich noch dazwischen klemmen, das stimmt. So. Avionics. Zack. Düpp, düpp, düpp. So, 2,90 Meter hatten wir hier, glaube ich, oder 2,80 Meter. So. Vollgas. 192 Tonnen erstmal. Nee, ich glaube, wir können das über die anderen Geschichten klären. So, jetzt probiere ich das nochmal mit diesem komischen Interstage Fairing. Was? Was Cookie mir da immer erzählt. Vielleicht kriege ich es ja endlich mal hin. So. Zack. Okay, scheint mittig zu sein. Puh, jetzt kommt der schwierige Teil. Wie machen wir's? Also bis hierhin schon mal nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur irgendwie da draus plus der Stufe, die jetzt kommt. Schaffen, einen Orbit zu zaubern. Huch. So. Den unteren Teil der Early Proton. Ich weiß nicht, ob die genug Schub hat. Ich weiß nicht, ob das reicht. Du meinst das da? Warte mal. So. Das abgeknautscht. Das hier alles weg. Ja, rein theoretisch. Ach scheiße, ich bin immer noch auf Moon eingestellt, ne? Ja. Rein theoretisch kann man das so machen. Rein theoretisch. Das Problem ist, mir fehlen dann immer noch 4000 Delta V. Grob. 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 Ich muss vielleicht die gesamte Early Proton nehmen. Mal gucken. So, jetzt. So, mal schauen. Zack. So, wer hat hier gerade ein Follow da gelassen? Eckhold, vielen lieben Dank für dein Follow. So, wir müssen jetzt hier 2,8 nehmen. Länge dürfte es wahrscheinlich dann für ein bisschen weniger reichen. Hier schauen wir gleich nochmal. Das kann dann weg. Das kann auch weg. Achso, ja, wie lang ist das? 6 Meter. Das
wir quasi das Spiel einfach zweimal spielen und uns durchstagen. Ah, ist halt natürlich vom Trust-Weight her beschissen, ne? Viel zu wenig. Viel, viel zu wenig. Ja, jo, vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kurbonauten und ganz viel Spaß beim Zugucken. Was könnte man da draus machen? Was könnte man da draus machen? Also, wir brauchen auf jeden Fall eine Stage mit ordentlich Bums nochmal. Die ungefähr 2,80 Meter breit beginnt. Am Boden kann sie gerne ein bisschen breiter sein. Wahrscheinlich sogar eher so. Geht da nicht noch ein bisschen was? Echt jetzt nicht? So. Wir nähern uns dann langsam mal der N1. Naja, hätte zumindest ordentlich Druck dahinter. So, jetzt ist das aber nur die Second Stage. Oh Gott. Oh Gott, wer soll das fliegen? Wer soll das denn alles fliegen? Gut, shit. Payload. Wie breit ist das jetzt? 460. Ja, kann man so machen. Oh, holy. So, ist auch ein bisschen zu lang, denn ich habe ja nur 3 Minuten 58 Zeit auf dem Triebwerk. Wie soll das funktionieren? Okay, probieren wir mal unser Zaubermittel, die Early Proton. Wenn irgendwelche Triebwerke das schaffen, dann die. Jetzt mal gucken, dass das Ding hier in der Mitte vom Diameter nur etwas aufgehen würde bei der ganzen Aktion. Nämlich auf 4,60 Meter. So, mehr geht auch nicht. Und wir dann hier unten. Oh oh. Ja, okay. Verstanden. Wahrscheinlich ein paar mehr Triebwerke bräuchten. Warum hat er denn jetzt 6 draus gemacht? Oder nur 3? 4.
1000 Tonnen habe ich noch nicht ganz geknackt. Nee, noch nicht ganz. So. Okay, das passt prinzipiell. Wie viel Burntime sind die geratet? Ich fliege mit der Konfiguration RD253. Sekunden, also 2 Minuten und 28 Sekunden. Check. Das heißt, man könnte wahrscheinlich an der Länge noch ein bisschen spielen. Leco mio. Aber es bringt uns nicht auf die Delta-V-Zahlen, die wir brauchen, ne? So, ich bin jetzt ein bisschen drüber. Jetzt gucken wir mal. Wir sind jetzt bei 18.200 und ein bisschen. Ich brauche plus 680 plus 1730 ohne Puffer 18.280. Nun ja. Wir sind auch nicht so besonders weit weg, muss man der Fairness halber sagen. Nur ganz knapp aus dem Haus raus. Das jetzt mal ein bisschen kompakter hinzubekommen. Base sind 4 Meter. Nee, was? 4,60. Gut, macht es zumindest ein bisschen kürzer. Tja, muss man Gewicht sparen. Oh, das war vielleicht die schlauste Idee, die ganze Rakete anzufassen. Er lebt noch. Ich hoffe, dass er jemals wieder irgendwas lädt. Na, das Launchpad ist gewichtstechnisch überlastet, aber dafür hätte ich einen Trick parat. Ich frage mich jetzt nur gerade. Achso, ich habe gar nichts in die Hand genommen gehabt. Okay. So. Also. Höhentechnisch habe ich kein Problem. Es ist tatsächlich nur ein Masseproblem. Masseprobleme kann man lösen. So, fangen wir mal an zu optimieren. Dinge, die man sich sparen kann. Den Scheiß da. Wir brauchen wahrscheinlich auch keine so riesige Batterie.
Auch wenn das jetzt nur noch halb so schön aussieht. So, und da sind wir bei 18.900. Eine kleine Probe zum Mond zu bringen. Was soll denn das heißen? Das ist klein. Kleine Probe. Das ist, ich darf ja auch sehr bitten. Das ist eine gigantomanisch super Probe-mäßige Probe. Ha. So. Ich brauche trotzdem noch Control Truster hier dran. Fällt mir gerade mal so auf. Okay, die wiegen zum Glück nicht so viel. Und die brauchen auch UDMH. So. Ja, Bauteil ist in Ordnung, glaube ich. Jetzt nur gucken, dass das alles so 5 Minuten und ein bisschen kann der 4 Minuten 10 kann der glaube ich nicht. Oder konnte der 4 Minuten 10? Ja doch, das waren 4 Minuten 10, alles gut. Oh. So, das ist in der korrekten Zeit. Das ist in der korrekten Zahl, Dings, Zeit 358, 358, 358, 231. Jetzt nochmal checken. Engines. Oh Gott, das wird so ein Monster. Ich hoffe, das fliegt überhaupt. Zwei Minuten. 28. Okay, ich bin leicht drüber, aber das war ja, hatte ich ja gesagt, das ist ein Risiko, was ich bereit bin einzugehen. Vor the reason of super viel Trust-Weight Ratio. So. Ah, sehr schön. Danke für den Tipp, TJ. Gut, dann bringen wir die Kinder mal auf ordentliche Höhe. Das wird so der Horror, das zu fliegen. Das wird so der abgefuckte Horror. Ja, wie seht ihr das? Wollen wir das simulieren oder wollen wir es einfach direkt bauen? Das Problem ist, wenn ich das simuliere, wird das alleine schon mal 30.000 kosten. Wahrscheinlich dafür, dass ich gestartet bin. Ich würde es ja jetzt einfach bauen, ehrlich gesagt. Hilft ja eh nichts. Ja, Staging kommt gleich noch. Ich muss eh noch einen ganz kleinen Trick anwenden. So. Oh Gott. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so mit diesen komischen Decouplern. So hatte ich das zumindest verstanden, wie Cookie versucht hat, mir das zu erklären. Ich gebe zu, ich habe nicht besonders viel verstanden. Das ist gar nicht so hübsch. Na gut. Ich würde gerne diese Fairing-Nummer einstellen. Wie mich das schon wieder wahnsinnig macht. Dankeschön. Mehr wollte ich gar nicht. So. Ganz ehrlich, zwei. Dann kann ich euch auch treffen.
Ah, ja, ist ein guter Prototyp für eine Mondrakete auf jeden Fall. Super, toll. Gut, die habe ich jetzt. Jetzt machen wir hier einfach mal. Ach so, shit, Avionics muss ich noch hochschrauben, sonst wird das nix. Wo sind sie, meine Avionics? Da. Richtig, richtig. Yay. Das wird mich natürlich auch wieder Delta V kosten. So, warte mal ganz kurz. Wir machen multiple Avionics. Das jetzt einmal kurz auf der Höhe hier ab. So. So. Wie tief kann ich mit den Avionics hier gehen? Vessel hat 57. Okay. Was? Okay, und wenn ich das hier wegstage, dann funktioniert das auch immer noch, oder? Okay, sehr schön. Gut. Habe ich ja scheinbar nicht alles falsch gemacht. So. Und jetzt kommt hier die Avionics drunter, die mir fehlen. Richtig? Right. Für die restlichen 1000 Tonnen. Was habe ich mir da nur ausgedacht? Vielleicht hätte ich was Einfacheres zum Mond schicken sollen, ohne so fancy Tüdelkram. Ich würde gerne da unten runter. Hä? Cool, danke. Diameter 460, vermute ich mal. So wie alles andere. Länge. Ich weiß es nicht. Viel zu viel. Oh, man kann nur 600 Tonnen haben. Faszinierend. Okay, dann guck mal, mein cooler Trick. Zwei Avionics. Tun ja auch nur das Allernötigste. So, Avionics check. Jetzt müssen wir das Gewicht auf ein Niveau bekommen, mit dem man fliegen kann. Fast. So, wir stellen das Ding jetzt nämlich einfach unbetankt nach draußen. Okay, ja, das funktioniert nicht. Alles klar.
Tada! Unter 800 Tonnen. So, wir betanken das nämlich einfach auf dem Startfeld, wenn wir draußen stehen. Wird schon irgendwie schief gehen. Gut, Staging. Also, kommen wir zu den unangenehmen Dingen des Lebens. Ein Staging bauen, das funktioniert. Zack, 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 zack. Alter Verwalter, 1,95 Trust Weight. Zack. Zack. Okay, wird auf jeden Fall sehr schnell losfliegen. So viel können wir schon mal festhalten. Was passiert als nächstes? Wir sind dann irgendwann fertig. Das hier passiert und das hier zündet. Zack. So noch das Gewicht ein bisschen früher weg zu stagen. So. Also, zack, 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 zack. Böp, 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 böp. Zack. Dann nächste Stage. Das wird spannend. Zack. Zack. Das nicht. Das schon. Jawohl. Kurz mal zwischendurch speichern. Ob das gut geht, das weiß ich nicht. Die Frage ist wirklich, ob ich das testen möchte, weil ich tatsächlich sehr viel Schiss davor habe, was es bedeutet, das zu testen. Also finanziell bedeutet. Da habe ich ein wenig Pipi in den Augen, was das angeht. So, und das hier kann eigentlich weg, nachdem wir. Die zweite Stage gegangen sind. So. Das, das, das. Jawohl. Okay. Der Rest sieht okay aus. Gut. Boah, was eine Monsterrakete. Ich würde sagen, wir geben die einfach mal in Bau und gucken, was passiert. Das ist unsere erste Luna. Wir testen die einfach nach guter alter russischer Manier, indem wir sie fliegen. Und dann werden wir sehen, was passiert. Das heißt, 24.000 Check ausgegeben. Vermute ich, ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Betankt wird auf dem Startfeld und dann geht's auch schon los. Oh Gott, das wird wahrscheinlich ein Drama. Aber geile Trust-Weight-Ratio, kann man nichts sagen. Das Ding geht wahrscheinlich senkrecht durch die Decke. Theoretisch hat es genug Delta-V, um auf dem Mond landen zu können. Wenn, dann wäre es sogar ein ziemlich cooles Gefährt, was wir da landen, als Luna 1 Sonde. Aber es hat auch ungefähr eine Million Triebwerke, die schief gehen können. Und ja, das soll theoretisch meine Unmanned Moon werden. Und jetzt kriege ich meine Wasserflasche gerade nicht auf. So. Aber vorher haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wir kriegen nämlich auf jeden Fall noch einen Mars-Flyby geschenkt in der Zeit. Den sollten wir uns auf jeden Fall noch geben. Und da müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich kommen ja, da kommen glaube ich sogar die Veneras vorher an. Definitiv kommen die vorher an. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal einen kleinen Abstecher zum Mars gleich machen. Dann machen wir einen kleinen Abstecher zur Venus. Und dann gucken wir mal, ob wir das Riesending heute noch gestartet bekommen.
oder ob sich dann alles in Wohlgefallen auflöst, wenn ich das Ding vom Launchpad abheben lasse. Und Enzo Hokama, vielen lieben Dank für dein Follow. Ganz viel Spaß beim Zugucken. Und noch 10 Tage, 9 Tage, 8 Tage, 7 Tage, 6 Tage, 5 Tage. Wir kommen der Mars-Mission näher. So, jetzt kommen wir auch aus dem Zeitraffer raus. Dank der Kurbel-Alarmglock. Ja, und dann können wir gleich einmal zur Mars-Mission gucken. Ich bin mal ganz gespannt. Ich vermute aber, sie wird keinen Funkkontakt mehr haben. Also es würde mich sehr wundern zumindest. Weil wir doch sehr, sehr, sehr weit vom Mars entfernt sind jetzt gerade. Also einfach kein ideales Transferfenster. Pop, und da ist er. Also wir können jetzt mal direkt Jump to Chip machen. Da sollten wir jetzt gerade in der Einflusssphäre des Mars ankommen. Und das wird einfach nur deswegen interessant, um mal für uns zu lernen, was passiert, wenn man auf 30 Kilometer Höhe von einem interplanetaren Approach durch die Marsatmosphäre taucht. Ich weiß es nämlich nicht. Wir werden keine Funkkontakt haben, vermute ich. Kein Funkkontakt, schade. Okay, also Funkkontakt ist nicht möglich, weil die Erde zu weit weg ist. Ist aber wahrscheinlich auch gerade der wirklich schlechteste Zeitpunkt. Guck mal, es ist viel schlechter, konnte es fast nicht mehr werden. Wir sind auf der anderen Seite. Ja. Gut, und wir werden jetzt in einen 29 Kilometer Deep Dive in die Marsatmosphäre reingehen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, tatsächlich. Und jetzt zoomen wir uns aber erstmal ran. Wo ist denn der Mars? Sieht ihn schon jemand? Von hier aus Richtung Sonne, hinter der Sonne lang. So, wo ist die Sonne? Zack. Da ist er. Gut, dann rotieren wir uns da mal ran. Also Second-Gen-Capsules werden wir nicht verpassen. Dafür geht das hier zu schnell. Und da kommt der Mars auch schon. So. Was wir jetzt probieren werden, ist zumindest zusammen mit unserem Treibstoff über MechJab unser Möglichstes zu tun, um da vielleicht irgendwie einen Orbit draus zu machen. Oder bei irgendeinem Mond gerade im Vorbeiflug. Und wir genießen auf jeden Fall die schönen Bilder, die wir kriegen werden, egal ob wir explodieren oder nicht. Ich glaube, da ist gerade irgendwas Komisches passiert. So. Gut, bisschen haben wir noch. Also wir stürzen jetzt sehr schnell runter. Ich gucke nochmal sicherheitshalber, ob wir auch wirklich unsere 29 Kilometer Periapsis haben. Ja, die haben wir. Fliegen diesmal auch über etwas anderes Gebiet. Nicht über diese Wüste, sondern hier ist ein bisschen mehr Kratergebiet. Sehr schade, dass wir hier keine Wissenschaft machen können, weil ich denke, da wird es sicherlich was geben für uns. Ich mach's mal an, damit wir zumindest wissen, was wir verpasst haben. Okay. Jetzt kommt der Smart S zum Einsatz. Orbital Retrograde, please. Macht gar nichts. Vielleicht funktioniert der Smart S gar nicht ohne. Komisch, eigentlich ging er immer.
Ach, kann das sein, weil ich den. Nee, Hibernation ist aus. MechJab ist enabled. Strom haben wir auch. Mehr als genug. Komisch. Aus irgendeinem Grund will er es nicht. Ist jetzt aber auch egal, ehrlich gesagt. Können wir steuern? Nö. Jetzt bin ich ein wenig verwirrt, weil das sonst mal ging. Aber Firupur, vielen lieben Dank für dein Follow. Und auch dir ganz viel Spaß beim Zugucken. Eigenartig. Gut, wir lassen uns jetzt mal in die Atmosphäre stürzen. Der Rest wird sich dann eh von alleine klären. So. Können wir denn zünden? Ah, das geht. Witzig. Nur steuern kann ich nicht. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Also, wir wissen schon mal, bis ungefähr 60, 50 Kilometer ist relativ unkritisch gewesen. Das ist doch wieder so eine Wüste, jetzt wo man näher dran ist. Aber die Frage ist ja jetzt natürlich, was ist denn mit 30 Kilometer? Ist man da immer noch in Gefahr drauf zu gehen? Nee, Smart SAS will nicht so, wie ich will. Irgendwie. Frag mich nicht warum, aber er will nicht. So, jetzt beginnt uns die Atmosphäre natürlich zu beeinflussen. Irgendwie will er die RCS-Düsen nicht benutzen. Warum auch immer. Oh, da kommt Hitze. Auf 60 Kilometer. Die Sonde erwischt es deutlich härter als die andere. So, das dürfte gleich unsere Panels sein. Jawohl. Solarpaneele sind weg. Antrieb überhitzt. Durch Kontakt. Ja. Die große Rakete wird noch gebaut. Ja, jetzt beginnen wir zu verbrennen, glaube ich. Das war unsere Antenne. Jawohl. Und hey, guck mal, wir können. All die lustigen Sachen machen. Auch wenn wir sie nicht zurückschicken können. Und die gute Nachricht ist, wird vielleicht ein Orbit, wenn da was von übrig bleibt. So, wird aber wahrscheinlich nichts übrig bleiben. Oh. Also 30 Kilometer ist wohl so eine Art Sweet Spot. Okay, unsere Experimente und der Probe Core leben noch. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange. Und das sieht gut aus, dass ich hier einen Orbit schaffe. Verdammt. Ich das gewusst. Ja. Ja. Definitiv ein Mars-Orbit. Und unser Probe Core lebt. Wir haben hiermit das offiziell das erste funktionierende Gerät in einem Mars-Orbit. Ja, und wahrscheinlich gleich auf dem Mars, wenn es so weitergeht. Ja, ich befürchte. Ja, die Periapsis geht von uns weg. Das wird eine Mars-Landung. Krass. Warum hat es denn die Kiste so hart erwischt? Das andere Ding ist ja relativ locker flockig durchgetaucht. Und alles war okay. Und es ist fast nichts passiert. Aber das Teil hier hat es richtig. Richtig hart abgebremst. Cool. Also, wir landen eine Probe auf dem Mars, auf die eine oder andere Art und Weise. Cool. Wieder was gelernt. Also, 30 Kilometer reicht, um eine Landung aus einem interplanetaren Anflug zu machen. Das ist für später tatsächlich interessant, wenn wir natürlich dann mit dem Hitzeschild herkommen. Wenn wir was landen wollen oder so. Das heißt nämlich, wir können uns den Sprit für den orbitalen Abfangmanöver sparen. Und können einfach auf 30 Kilometer Tiefe ungefähr angepeilt eintreten mit einem Hitzeschild davor. Und das müsste uns dann wohl in der Landung einbremsen. Nicht besonders kontrolliert, aber es müsste eine Landung werden. Cool. Freunde, jetzt gibt's für euch total live
zu sehen, guck mal, da ist auch schon unser Schatten, wie wir offiziell das erste Mal auf dem Mars landen. Nicht auf Duna, auf dem Mars, auf dem total echten Mars. So, das ist also die aerodynamischste Formation, wie so ein Probe Core eintreten kann. Alle Experimente haben überlebt. Das ist schon mal schön. Ja, landen. Landen, es ist landen. Es ist nicht sanft landen, es ist nicht funktional landen. Und hey, wir haben die Probe eh für nichts mehr gebraucht. Die hatte eh keinen Funkkontakt. So haben wir es mal gelernt. Und ich meine, wenn die Probe das überlebt, dann kann das wahrscheinlich auf jeden Fall ein Raumschiff mit einem Hitzeschild überleben. So ein Wiedereintritt. Ja, man könnte es jetzt auch abstürzen nennen, aber ich finde das ein bisschen... Das würde den Missionserfolg gegenüber unserem sowjetischen Reich doch deutlich schmälern. Guck mal, wir fliegen über dem Mars. Wir steigen sogar ein bisschen. So leicht und fluffig sind wir. Jetzt nicht mehr. Jetzt fallen wir einfach nur noch. Hui. Und da kommt, glaube ich, der Fußboden jetzt. Genau, bereit machen, Solito Break auf dem Mars. Wir landen. Wir setzen zur Landung an. Cookie, lass dir das eine Lehre sein. Hier wird schon auf dem Mars gelandet, wenn auch noch probehalber. Aber das sind alles wichtige Forschungsdaten, auch wenn wir sie nicht übertragen können. Oh, ist das da oben? Interessant. Was auch immer man da sieht. Boom! Da hat was überlebt. Jetzt nicht mehr. Hier unser erster Einschlagspunkt. Was ist das? Warum sind so Punkte vor der Sonne? Faszinierend. Cool. Also, mit 30 Kilometer Höhe kann man ziemlich hart bremsen. Let's go back to the Space Center. Haben wir was gelernt? Das war auf jeden Fall nicht umsonst. Die Mars 2 hat also auch noch einen Zweck erfüllt. Und wenn der Zweck nur war, uns beizubringen, wie wir später aus einem interplanetaren Flug einbremsen können. Das heißt nämlich, wir haben gerade gelernt, wie man 1440 Delta V sparen kann. Das ist, denke ich mal, schon eine Ansage, wenn man zum Mars fliegen möchte. So, und wie gesagt, unsere Rakete wird gebaut, das dauert aber noch 85 Tage. Und wir haben dann jetzt erstmal... Second Gen Capsules wird fertig. Und wir sind fast ein Jahr nach dem... vor dem mysteriösen Datum, an dem Cookie gelandet ist, nämlich am 24.11.1960 ist er gelandet. Wir sind jetzt beim 13.11., das heißt in 11 Tagen und einem Jahr hat Cookie seine unbemannte Mondlandung geschafft. Mal gucken, was wir für eine Zeitmarke setzen können. Ich guck mal sicherheitshalber, dass ich keine aktiven Verträge habe, die irgendwie gefährlich werden. Okay, Mars Atmospheric Probe ist in der Werde. Das machen wir mit einer... Ach komm, jetzt lass mich die doch bitte auswählen. Ich will mich echt ärgern. Das machen wir mit dem nächsten Startfenster. Venus Flyby sollte sich gleich erledigen. Das gibt auch nochmal 101.000. Sehr schön. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Und dann können wir Luna 1 noch starten. Aber eins nach dem anderen. Jetzt gehen wir erstmal zur Venera 3 und lassen die ihr Manöver machen. Das müsste nämlich schon das orbitale Bremsmanöver eigentlich sein. Aber wir können mal, wartet mal, wir können im Tracking Center nachgucken. Da sieht man das besser. Du hast etwas wenig Geld, kann das sein? Boah. Ich habe halt gerade eine sehr große Rakete gebaut und mein Research and Development für 800.000 ausgebaut. Das hat ein bisschen Kohle gekostet. Gebe ich zu.
Gebe ich wirklich offen zu. Aber wir kommen ja jetzt. Wir kommen ja jetzt zu einer coolen Mission rein. Guck mal, hier sind unsere beiden Venera-Probes quasi nebeneinander unterwegs. Sehr, sehr cool. So ein wirklich gemeinsamer Anflug auf die Venus. Und jetzt gewinnen wir gerade mit der Venera 3 ganz knapp das Rennen und werden als erstes ankommen. Obwohl wir ein bisschen später gestartet sind, aber wir haben einfach den besseren Flugwinkel gehabt. Hopp. So, und ich würde sagen, ab hier gönnen wir uns jetzt einfach mal den Flug auch tatsächlich und gehen rüber auf die Venera 3. Sehr schön, Freunde, mit ziemlich viel Glück. Nee, eigentlich nicht mit ziemlich viel Glück, sondern mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, außer jetzt ist irgendwas echt schiefgegangen in der Planung. Wird das hier das Häkchen, also wird die Venera 3 sogar schon das Häkchen hinter dem Flyby an der Venus? Und mit noch ein bisschen mehr Glück wird die Venera 3 unser Orbit um die Venus, den wir dann vielleicht sogar vorher noch als Vertrag annehmen könnten. Da müssen wir nur mal gucken, was für Orbit-Characteristics die von uns haben wollen. Oder ob man einfach nur in Orbit fliegen muss. Weil einfach nur in Orbit kriegen wir hin. So, irgendwo ist die Venus. Da. Markant dort. Ach so, ja, hier war ich irgendwie schon mal, genau. Nur ohne den Vertrag, deshalb gibt es gerade nicht so richtig viel zu sciencen. Das stimmt. 476 Sekunden Verzögerung. Läuft. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja in der Annäherung schöne Sachen zu lernen. Wartet mal, ist das die. Das ist die. Die Orbitalprobe sogar, ne? Ja, cool. Wartet mal, das ist noch viel geiler. Dann kann ich mit der anderen die Atmosphärenanalyse machen. Check. Sehr, sehr geil. Okay. Let's make it so. So, tüdeln wir uns mal ran an die ganze Geschichte. Zwei Stunden noch bis zum Manöver. Gut. Brauchen echt eine Weile, ne? Bis wir das angeschaltet bekommen. Wir sollten jetzt mal langsam unser RCS einschalten. Okay. Gut, in 8 Minuten ist das soweit. Damit haben wir RCS. Sehr schön. Gut. Und Burntime wird circa 5 Minuten sein. Das heißt, wir sollten rechtzeitig das Allegen beginnen. So, ich bin jetzt in einem Flyby. Bla bla bla. Ich muss nur noch Science Data transmitten. Log Radiation Data. Okay. Die machen wir jetzt noch. Und dann müsste ich es nämlich haben. Also missionstechnisch. Yes! Okay, Vertrag erledigt. Jetzt kommt die Kür. Sehr cool. 101.000, damit geht es uns nicht mehr ganz so schlecht.
Oh, welche echte Venera hat es als erste auf die Oberfläche der Venus geschafft? Müsste ich echt nachgucken. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Venera war. Ich glaube, das war eine andere Probe-Serie. Die Veneras sind nicht gelandet, glaube ich. Muss ich aber nachgucken, tatsächlich. Lass mich mal kurz gucken. Soviet Venus Probe Landing. Ich glaube, das war eine andere Missionsserie. Bin mir gar nicht sicher. Venera 4 hat einen Länder abgesetzt, der ist aber nicht angekommen unten. Ja, in Ruhe gucken. Okay. So. Jetzt aber weiter im Text. Also, 20 Minuten noch, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit zum Zoomen. Sehr schön. Ich hatte gehofft, dass das passiert. Damit haben wir jetzt nämlich noch ein bisschen. Ein bisschen zusätzliche Science-Daten sogar rausgezogen. Sehr schön. So, jetzt warten wir mal kurz, dass sie überträgt, bevor wir das Orbitalmanöver beginnen. Damit könnten wir tatsächlich mit der zweiten Venera Probe, also mit der Venera 2 tatsächlich, gucken, ob wir den Vertrag für eine Atmosphärenanalyse bekommen. Weil dann gehen wir ganz dünn nur durch die. Wir gehen ja ganz dünn durch die Atmosphäre durch und entweder klappt's oder wir geben den Vertrag wieder ab und sagen, alles klar, danke, hat leider nicht funktioniert. Leider. So, das haben wir jetzt mittlerweile alles erledigt. Gott, so viel Daten zu übertragen. Wie viel haben wir mittlerweile? Dafür, dass wir so viel ausgegeben hatten, sieht es doch schon wieder ganz gut aus mit Science, oder? Kann man sich wirklich nicht beschweren. Das wird doch wieder so ein Ding, was uns an die 600 ranbringt hier. Wieder an die 600 ranbringt. Sehr schön. Bin ich durch? Okay, dann fehlt der Geiger-Counter tatsächlich noch. So, letzte Übertragung. Dann geht's weiter im Zeitraffer. Sehr schön. Oh, schon wieder. Schon wieder Science. So traurig. Und Wesley, vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen bei den Kommonauten. Dir ganz viel Spaß beim Zuschauen, auch wenn es so lange nicht mehr ist. Naja, so viel muss er nicht aufholen. Und The Free Nations, das gleiche natürlich auch an dich. Ganz viel Spaß beim Zugucken und danke für dein Follow. So, jetzt ist irgendwas Lustiges passiert. Wahrscheinlich sind wir jetzt auf eine bestimmte Höhe runtergegangen. So. Das ist unser Plan, was wir hier tun wollen. Mal gucken, ob es funktioniert. Weil dann könnten wir tatsächlich sogar den Radarscanner noch anschmeißen und uns eine Karte zaubern von der Venus. Wie cool wäre das denn?
Ich weiß nicht, ob die Höhe so passt, aber wird man alles sehen. So, noch ist Zeit. Und Amesigo, vielen lieben Dank auch dir fürs Follow. Wie gesagt, so ungefähr 5 Minuten rechnen wir für den Burn. Das heißt, ich werde jetzt mal anfangen, mich vorzubereiten. So, das müsste uns gleichzeitig auch allagen. Jawohl, tut es. Ah, wir zünden den Brocken jetzt einfach, würde ich sagen. So. Das ist nochmal ein ganz kurzer Burn auf diesem Triebwerk. Dann können wir uns einmal abkoppeln. Und kurz stabilisieren mit der Hauptprobe, bevor wir da weitermachen. Der Flight Computer kann auch stagen. Ich weiß aber nicht, wie gut er das in der RSS kann. Ah, shit. Ich habe was vergessen. Ratet mal. Wer erst in 7 Minuten stagen wird. Genau, ich bin das. Naja, egal. Ja, danke. Danke, dass du gefragt hast. Nee, kann er nicht. Also, der Smart S kann es nicht. Schön. Schöner Vorbeiflug. Hey. Aber guck mal, was es hier alles an Science abzuholen gibt. So schön. Schade, das war zu schnell weg. Fortuna Tessera. Ist mir egal, Hauptsache es gibt Science-Punkte. Freunde, guckt euch das mal an. 700 wieder. 700. Ah, ich stage jetzt einfach komplett durch. Ist ja alles korrekt. Und ich kann die auch nicht wieder wegpacken, so einfach. Ist egal. Die Mission ist erledigt. Und wir kriegen gerade massig Science schon wieder rein. Das heißt, alles, was gerade passiert, ist eh schon wieder Bonus-Stage noch und nöcher. Ist alles egal. Es ist ärgerlich, dass es so ist mit dem Staging, aber es ist auch völlig okay auf der anderen Seite. Wir kriegen ganz, ganz viele Punkte rein. Sehr, sehr gut. So. Damit sind wir jetzt mittlerweile bei 770 Science-Punkten. Oh, irgendwas wird warm. Zu viel übertragen, die Antenne überhitzt. Hä? Wieso wird denn meine Antenne warm? Ich bin auch noch. Ich mich irgendwie verguckt. Hier ist doch noch keine Atmosphäre, oder? Mach mir nicht schwach. Atmosphärische Höhe, 145 Kilometer. Warum wird meine Antenne heiß? Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen.
Das macht mir gerade wirklich ein bisschen Sorgen. Ich bin im Weltraum. Ja, Overlay ist eine gute Idee. Oh Gott, das hätte ich nicht tun sollen. What the fuck? Wieso brenne ich? Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das ein Bug ist. Was? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was da gerade passiert ist und warum meine Antenne verglüht ist im Weltall. Aber sie ist verglüht. Ich muss auch nicht immer alles verstehen. Ich glaube, das war also irgendwie entweder was ein Bug oder die Anzeige für die Atmosphärenhöhe ist falsch. Ich weiß es nicht. Gleich kommen auf jeden Fall meine Stagings durch. Ich habe keine Ahnung, was es war. F3. Wir können ja mal auf der Konsole gucken. Burned up from overheating. Zu viel Science. Die Probe ist heiß gelaufen. Wir haben so viel rumgescienced, dass sich das Ding selbst zerstört hat. So, aber wenn wir den Orbit bekommen, dann ist die Wissenschaftsdatenkram-Sachen, die ich gesammelt habe, tatsächlich gar nicht verloren. Weil die andere Probe eventuell relayen kann, wenn sie dann in Reichweite ist. Aber dafür muss ich erstmal den Orbit einbremsen. So. Ich gehe schon mal Vollschub, um mich ganz schnell. So, jetzt kommt wahrscheinlich das Alec-Triebwerk. Sehr schön. Und dann kommt ein etwas unsinniges Staging mit RCS-Düsen. Oh, bitte mach sie nicht aus. Gott sei Dank. Und los geht's. So. Genau, das war ein Leerstaging, ist auch egal. Okay, gucken wir mal, wie viel davon wir noch hinbekommen. Es sieht jetzt nicht so aus, als ob es nicht gar nicht klappen könnte. Wir sind ein bisschen spät dran. Aber wir haben theoretisch noch genug Delta V, dass man zumindest so eine Art Orbit hinbekommt. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist natürlich, ah shit, wir können zwar eine Karte erstellen, aber wir können es nicht zurücksenden, ne? Schwierig. Schwierig, schwierig. Ungeahnte Probleme. Im Zauberland. Genau, also die Venera 2. Stimmt, wie will ich den Befehl geben für die Karte? Ja, mit einem Relay. Also wenn die Venera 2 in die Nähe kommt, müsste ich auf der Venera 3 auch wieder Kontrolle kriegen. Denn die Venera 2 hat auch so eine Antenne, die reicht bis weit hinter den Mond. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt direkt nebeneinander stehen, um miteinander funken zu können. Und die Venera 2 hat eine funktionierende Fernreichweitenantenne. Genau.
Und die Venera 2 hat nur wahrscheinlich leider nicht genug Delta-V, um sich in Orbit einzubremsen. Sonst würde ich die nämlich aus ihrem Dive rausziehen, wenn das tatsächlich noch ginge. Das gucken wir uns gleich an. Ich meine, das ist jetzt in 19 Stunden das nächste Event, was hier passiert, dass die Venera 2 ankommt. Weil wenn ich die retten kann auf einen... Wir kriegen das irgendwie in den Orbit gedröselt. Und wenn der noch so beschissen ist, dass ich sie ab und zu als Relay benutzen kann, damit ich kurzzeitig für diese Probe hier Kontrolle bekomme, dann ist alles super. Dann ist tatsächlich alles super. So, 542 zu 590. Es wird knapp. Gut, aber die wird wahrscheinlich noch nicht ganz so gut, der Orbit. Aber ein Orbit wird es wohl auf jeden Fall. Ja, wir schicken jemanden zur Venus nur, um eine Antenne anzubauen. Nur deswegen. Nicht wegen irgendwas anderem, nur wegen der Antenne. Super Idee. Komm schon. Gleich haben wir's. Ja, hier zeigt mir hier oben schon eine Apoapsis an. Also er behauptet schon eine Orbital Period zu haben. Hat nur noch nicht ganz begriffen, dass es noch nicht so ist. Aber ist egal. Wir haben es gleich. Und Orbit. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Cool. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ich glaube, das da werden wir nicht ganz hinbekommen, aber wir kommen nah genug dran. Da kommt auch schon Venera 2 angetrödelt. Sehr schön. Wegen Win oder was? Worauf willst du jetzt hinaus? Naja. Noch ist nichts gewonnen. Das ist alles noch Science-Punkte sammeln. Das kann Cookie auch noch alles machen. Beziehungsweise hat er ja teilweise schon. Gut. So viel erstmal dazu. Wir haben jetzt natürlich hier keine Verbindung, aber wir können zur anderen Probe erstmal rübergehen, die da gerade angeflogen kommt. Und uns dort in den Venus-Vorbeiflug stehlen und mal gucken, ob wir damit noch eine theoretische Chance haben, sowas wie einen Orbit hinzubekommen, dass sie doch noch als Relay umfunktioniert wird. Ist dünn. Ist tatsächlich dünn. So, ich glaube, mit 700 Delta-V brauchen wir gar nicht erst anfangen. Also selbst mit sehr viel gutem Willen wird das wohl nicht. Zip. 700. 81 haben wir. Nope, keine Chance. Also, ein dauerhaftes Relay wird es nicht geben. Aber was wir jetzt machen können, ist, wir werden mit der durch die Atmosphäre tauchen. Vielleicht, ganz vielleicht, gibt es eine Atmosphärenprobe-Aufgabe für uns zu holen. Auch wenn die Chance, dass wir damit Wissenschaftsdaten rausübertragen, wahrscheinlich sehr gering ist, sollten wir es zumindest versuchen. Zumindest beim Mars gab es ja danach, nach dem Flyby, diese Aufgabe. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht klappt es ja. Wahrscheinlich verbrennen wir ganz elendig, weil aus irgendwelchen Gründen ist ja auch meine Antenne einfach mal schon
im Anflug über der Venusatmosphäre zerbröselt. So. Venus Atmospheric Probe. So, was müssen wir da machen? Enter Venus Atmosphere, transmit Science Data from Upper Atmosphere. Das probieren wir jetzt einfach mal, würde ich sagen. Zack. Kann ich die jetzt, wie seht denn ihr, die habe ich doch eigentlich geschafft. Kann ich jetzt einfach sagen, ich schalte auf die Probe? Das müsste doch funktionieren, oder? Ich nehme das mal an. Weil das wäre doch eigentlich auch No-Brainer. Mit Geld und so. So. Also. Jetzt schalten wir einmal zu Venera 3, weil die müsste theoretisch einfach den Venus-Orbit-Vertrag blinken lassen. Dann gehen wir zur 2, in der Hoffnung, dass die diesen Atmosphären-Deep-Dive schafft. Und wenn sie zwischendurch sowas wie eine Funkverbindung herstellt zur Venera 3, dann können wir kurz noch die Science-Daten raus übertragen. So, also Venera 3. Zack. Orbiting Venus. Da müsste doch jetzt eigentlich einfach das Blinkelicht angehen. Ich habe nämlich erfüllt. Da stand nicht New Vessel. Es ist uncrewed und die Periapsis ist definitiv unter diesem Wert. Definitiv. Komm schon, gib mir das Geld. Gib mir all die Rubel. Na? Yes, das sieht gut aus. Cool, Venus Orbit. Check. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zur Atmosphärenprobe. Ne, magst du sie mir anzeigen oder eher nicht so? Danke. Gut, jetzt kommt der kleine Tauch durch die Atmosphäre. Drückt mal die Daumen, dass das nicht zu tief ist. Ich bin so ungefähr 6, 7 Kilometer drin. Ich muss ein Science-Experiment rausübertragen bekommen. Ein einziges. Danach kann es das Ding von mir aus auch in 1000 Teile zerlegen. Ich befürchte aber, dass das wieder so ein alles zerlegt sich Ding wird. So. Okay, ich hätte gerne RCS. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Alibaba, vielen lieben Dank für deine Subscription, also für dein Abo. Viel Spaß weiterhin beim Zugucken. Und ich habe hoffentlich den Knopf fest genug gedrückt, dass das auch angekommen ist. Ja, okay. Kriege ich. Ich möchte dann Orbital Prograde gehen mit der Kiste. Gut, und dann schauen wir mal, dass wir möglichst bald unseren Übergang in den Venus-Orbit kriegen. Achso, ja. Jetzt habe ich RCS gekriegt. Begrüßenswert. Dennoch möchte ich jetzt erstmal zur Venus fliegen. In der Hoffnung, dass ich auch Funkkontakt zu der anderen Sonde hinbekomme. Okay, jetzt holt mich das Teil hier aus dem Warp raus. Genau, das ist der Plan. Also, sobald ich sehe, dass die Probe hier ein Relay zur anderen Sonde kriegt, werde ich auf die andere Sonde wechseln und die Science-Daten übertragen und wahrscheinlich einmal kurz gucken, ob es den Scanner-Vertrag gibt. Dann würde ich den nämlich noch annehmen. Also den. Oh Gottchen, das ist aber noch ein bisschen weit, ne? Ne, das ist Erde. Da ist Venus. So. Was ist denn jetzt schon wieder? Was wollte er denn jetzt?
Keiner weiß es so genau. So. Oh, warte mal. 186 ist nicht in der Atmosphäre. Off. Wir müssen radial in gehen, glaube ich. Wupp, wupp. Wait a minute. Und wir sollten es jetzt machen, bevor es. Ja. Bevor es zu viel kostet. Jetzt können wir es auch sehr fein dosieren. So. Getue. So, Peri. So, RCS aus. Manöver weg. 140 sollte doch eigentlich für unsere Zwecke reichen. Da ist die andere Probe, dann werden wir gleich sehen, ob wir nah genug rankommen, um eine Verbindung zu kriegen. Was ist denn jetzt mit dem... Oh, Time Warp? Nerv mich nicht. Komm schon, Relay. Das gibt's ja nicht. Wie hoch ist er noch? 194.000. Eigentlich müsste er doch mittlerweile relayen. Ich schalte mal kurz rüber, ob sie schon irgendwie ein Relay abbekommt. Ich sehe zwar keine Linie eingezeichnet, aber eigentlich. Eigentlich sollte sie in Reichweite sein. Und das sind Omni-Antennen. Das muss eigentlich funktionieren. Nicht wirklich bisher. Bleib mal auf ihr hier drauf. Ja, kann ich gerade nicht. Kann die anderen Sachen nicht raus übertragen. Komm schon. Ja, super. Das ist total schön, dass hier so viele Wissenschaftspunkte gibt, aber ich kann gerade nicht. Weil der andere mir irgendwie kein Relay abgibt. Aber warum nicht? Fuck, jetzt fliegt er natürlich wieder weit raus, ne? Schade. Die verpassen sich im wahrsten Sinne des Wortes. Keine Chance. Leider. Will er nicht. Schade, haben sich verpasst. Also können wir nichts machen. Kriegen wir die Wissenschaftspunkte wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Ärgerlich, ärgerlich, aber so ist es halt. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Atmosphärendive. Der steht jetzt nämlich als nächstes an. Also 140 reicht aus.
Und MesoHungry, vielen lieben Dank für dein Follow und auch dir ganz viel Spaß beim Zugucken. So, also nochmal gecheckt, 145 ist die Atmosphärenhöhe. Das heißt, wir sollten auf der sicheren Seite stehen, was das angeht. Es wundert mich, dass das... Die kann doch im Leben nicht mehr als 16 ZS Target. Wie weit ist die weg? Mehr als 16 Millionen. Schade. Na gut. Sollte nicht sein, ist halt so. So. Spannung, Spiel und Spaß. Was habe ich jetzt schon wieder gedrückt? Keine Ahnung, wo da immer die Q herkommt. Also ich lasse jetzt einfach durchrotieren durch die Atmosphäre. In der Hoffnung, dass die Rotation ja auch ein bisschen den Arsch rettet. Ich brauche, wie gesagt, nur eine Übertragung von einem. Ich werde sofort ein Experiment nehmen und raus übertragen und dann erst den Rest einsammeln. Kreuzt die Fingers. Und ich hoffe, na, das sieht aber ganz gut aus, dass wir Verbindung halten können. Also Venus gerät uns nicht dazwischen. Wir kommen echt schnell rein, ne? Ich glaube nicht, dass das lange gut gehen wird. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das lang genug gut gehen wird, um ein Experiment zu übertragen. Aber versucht macht bekanntlich klug. Und das versuchen wir jetzt mal. So. Schön im Dunkeln, dann ist wenigstens die Sonne nicht so warm. Hahaha. Nur die hochtoxische, superdichte Atmosphäre. Weil wir sonst keine Probleme haben. So, bei 145 Kilometer beginnt der Budenzauber. Das heißt, ich gehe jetzt gleich mal aus dem Zeitraffer raus und halte mich bereit für die Science-Übertragung. Finger gekreuzt. Wir hoffen mal das Beste, dass das ganze Asbest, was wir überall verbaut haben, ein bisschen hält. Ah, Space Near, ich kann gerade nicht. Es tut mir leid. Es gibt wichtigere so Dinge zu tun. Es tut mir wirklich leid. Das ist so traurig, traurig. Ich brauche den Science-Kanal frei. Okay, jetzt wird's spannend. Raus damit. So, ich habe alle anderen eingesammelt. Send die aber erst, wenn der raus ist. Jawohl! Okay, und jetzt übertragen wir, was das Zeug hergibt. Also, Atmosphärenanalyse ist auch durch. Sind nochmal 165.000. Und bisher fackeln wir auch noch nicht ab. So, ich guck mal, ob er uns hier. Ja, RCS gibt er uns. Sehr cool. Okay, das sind nochmal. Ja, ich versuche gerade einen zu bremsen. Dauert aber einen Moment. Ne, Orbital Retrograde. Ich brauche 8 Minuten, bis ich RCS zurückbekomme. Ich kann jetzt auch Z drücken, ja. Noch bin ich retro ausgerichtet, aber es hält nicht lange. Ich drifte dadurch halt weg. Weil es dreht sich halt. Das braucht jetzt einen Moment. Weil leider ist die Sonne nicht so stabil, dass sie das ohne RCS machen kann. So. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Wir sind bei fast 900 Science-Punkten. Da brauchen wir lange nichts Wissenschaftliches mehr tun. So, und jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwas Sinnvolles bei rumkommt. Nö, ACS kommt noch bei rum. Wir gehen nochmal Retrograde.
Und jetzt lasst uns hier nochmal die Bremse so stark reinhauen, wie es irgendwie geht. Mal gucken. Mal gucken, was sich noch machen lässt. Aber ich befürchte tatsächlich, dass da nicht mehr viel zu holen ist. Wir sind einfach viel zu schnell mit der Probe. Die ist auch in einen deutlich steileren Winkel reingekommen. Aber sie hat ihren Job auch getan. Sie hat erste Atmosphärenforschungsergebnisse gegeben. So. Und ich würde sagen, damit haben wir es doch für heute ganz gut. Die Luna 1 werde ich im nächsten Stream erst starten. Das wird heute nichts mehr mit der Riesenrakete. Also A wird es längen wie die Hölle, B bin ich zu unkonzentriert. Das machen wir im nächsten Stream, dann sind auch ein paar mehr Leute da, um sich live das Monster mit angucken zu können. Ich blase jetzt hier die letzten paar Delta V noch aus der Venera 2 raus. Leider wird sie ihrer Kollegin Venera 3 keine große Hilfe mehr sein. Und wenn die wieder hier oben ist, wird die andere auch schon weit genug weg sein, um nicht mehr assistieren zu können. Ja, soweit glaube ich ein paar ganz gute, erfolgreiche Missionen heute. Wir haben viel Geld reingespielt. Wir haben super krass viel Wissenschaftspunkte reingespielt. Schon wieder. Jetzt heißt es eigentlich nur, das ganze Zeug irgendwie mal zur Wirkung bringen. Um zu gucken, dass ich den Cookie auch wirklich mal zu packen kriege. Und ich denke, dafür werde ich jetzt gleich noch ins Space Center zurückgehen und ein bisschen Geld investieren. Aber das machen wir alles, wie gesagt, beim nächsten Mal, wenn es weitergeht im Stream. In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen an euch alle, auch an die 30 Leute, die bis jetzt noch durchgehalten haben. Und guten Morgen an alle, die gleich aufgeweckt werden von der Abschlussmusik. Hat eine Menge Spaß gemacht, so wie jedes Mal, war auch gut, mal die 5 Stunden zu machen. Wir sind auch fast 1960 angekommen. Und ja, seht zu, dass ihr ins Bett kommt, schlaft gut und mir bleibt nur zu sagen, mein Name ist Robert und tschüss.